Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Operious Video. Das ist ein Offline-Spiel von Opera GX und ich muss sagen, ich habe schon mal getestet, das ist echt nice. Und das ist zum ersten Mal jetzt auch mit meinem neuen Mikrofon. Ich hoffe, die Einstellungen sind einigermaßen okay. Ich werde nochmal versuchen, das irgendwie anders einzustellen und ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Es ist ziemlich arcade, das Spiel, aber ich finde es ziemlich nice. Und ja, das könnte vielleicht für manche echt schwindelerregend sein, weil das ist, naja, ein Drehspiel. Du bewegst dich halt nach links und rechts und dann dreht sich die ganze Map um dich. Das habe ich auch noch nie so erlebt. Und wenn du durch diese gelben Kästen da gehst, dann kriegst du ein Level ab und du schießt schneller und so. Das ist das Einzige, was ich in dem Spiel bisher herausgefunden habe. Und man kann hier, wenn man 4 Level erreicht hat, auf jeden Fall auch in so eine neue Section kommen, glaube ich. Und dann kann man krassere Sachen genießen, sozusagen. Also genießen ist das hier nicht, weil das ziemlich anstrengend ist, das Spiel. Aber ich meine, es ist relativ cool. Vor allem, das ist ein neues Arcade-Spiel. Ich habe das auch noch nie erlebt, dass sowas nochmal released wurde. Dass halt ein... Oh ja, bin tot. Also ich habe noch nie erlebt, dass ein neues Arcade-Spiel gemacht wurde in meiner Zeit. Also ich meine, wenn ihr ein bisschen älter seid, habt ihr bestimmt schon mal mitbekommen, wie so eins released wurde. Aber es ist ja echt krass. Also ich wusste gar nicht mehr, dass es auch so Spaß machen könnte, so ein Arcade-Spiel zu machen mit so einer, naja, in Anführungszeichen niedrigen Grafik, aber ich finde es irgendwie trotzdem cool. Man braucht nur eine Hand eigentlich für das Spiel, das ist auch ganz cool zum Aufnehmen und ich versinke gerade in meinem Bildschirm und habe keine Ahnung, was ich überhaupt mache. Ich habe nämlich da gerade auch eins vergessen, oder? Naja, hier ist aber wie so ein Level-Up. Ich würde nämlich gerne mal die neue Section erreichen. Ich würde den nämlich euch dann auch zeigen, aber ich würde halt noch vorher diesen Scan einsammeln. Ich möchte jetzt nicht alles überspringen. Ich habe es bis zur Section 5 geschafft, aber ab der Section 5 versage ich dann immer. Also was heißt immer? Ich spiele das noch nicht lang. So, jetzt haben wir ziemlich krasse Sachen hier. Oh, das ist trotzdem unangenehm, wenn wir es jetzt verlieren würden. Okay, wir haben es geschafft. Ja, und so der neue Section sieht dann ganz anders aus und boah, das ist auch alles so ein rund geworden jetzt irgendwie so. Boah, ich ganz verwirrend. Komm gar nicht zurecht. Das ist echt schlimm. Ja, und hier gibt es dann auch viel mehr von diesen Kästen und so, weswegen es ziemlich schwierig ist. Und ich hoffe mal, dass wir das jetzt hier auch schaffen. Boah, und ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt noch weitere Folgen geben wird. Hängt davon ab, wie ihr das findet, dass ich das spiele. Naja, es ist jetzt ein bisschen eintöniges Spiel. Eigentlich ist es nicht zum YouTube-Aufnehmen gedacht. Oh, ich bin tot. Aber ein Glück haben wir das nochmal spielen hier. Nur ich war halt sehr gut eigentlich. Ey, nein. Jetzt sind wir wieder in dem Level. Na, egal. Also schreibt mir mal, wie ihr das findet, dass ich dieses Spiel jetzt auch mal aufgenommen habe. Also, es ist nur so ein Test. Habe ich einfach mal so hier nebenbei jetzt so gedacht, oh, okay, ich mache mal eine Aufnahme. Einfach ganz random und vielleicht gefällt es euch. Ja, dann würde ich noch weitere Folgen bringen und versuchen, die neuen Level zu erreichen. Also... ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt als 6 oder so. Oder 5. Weil beim 5. da gab es so einen Boss oder so. Das fand ich auch ganz krass. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass man da irgendwie noch weiterkommt. Aber das können wir nochmal zusammen erreichen, falls ihr das wollt. Okay, das war gerade sehr riskant da. Ich hoffe, es wird euch noch nicht schwindelig oder so bei dem Spiel. Weil das kann einem natürlich passieren. Hängt davon ab, wie man sich daran gewöhnt. Also mir wird ziemlich schnell schwindelig, aber in diesem Game geht's irgendwie komischerweise. So, oh Gott, jetzt schießt er richtig schnell. Jetzt kann ich auch einiges verlieren, aber wir müssen noch einen von diesen gelben Kreisen. Okay, wir haben den Section complete. Perfekt. Und jetzt können wir hier wunderbar weiterspielen. Und das ist extrem krass hier. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich hier aufnehmen muss, damit ich eine einigermaßen lange Aufnahme erziele. Ja, keine Ahnung, weil ich kenne das noch gar nicht. Und so ein Arcade-Game und sowas habe ich halt noch nie aufgenommen. Das ist ja auch verständlich. Oh nein, ich habe den gerade so gut verpasst einfach. Ne, so schlecht, ja. Ja, das war knapp, so. Ich habe ein Level verloren, aber jetzt habe ich wieder eins. Ist auch egal, wie du dich hier drehst, solange du nicht in irgendwas reinrast. Also du kannst dich einfach die ganze Zeit drehen eigentlich. So meine ich. Muss nur halt gegen nichts stoßen. Das ist immer so das Einzige, was du eigentlich hier machen musst. Oh Gott, nein. Ich hätte es fast bekommen, diesen blauen Kreis. Hier ist das ja blau. Das ist eigentlich alles gefühlt umgekehrt oder so.
Oh nein, ich habe wieder ein Level lost. Nein, hä? Warum habe ich das nicht bekommen? Jetzt werde ich noch ein Level verlieren. Das ist aber nicht gut. Na okay, ich habe noch ein Screw gemacht. Ja, das ist perfekt. Ich muss noch eins bekommen. Ja, okay, ich habe es bekommen. Ich hätte es fast wieder nicht bekommen. Ich möchte eigentlich immer auf Safe gehen. Das geht aber meistens nicht. Die Musik ist auch etwas, naja, seltsam. Aber auch ganz cool eigentlich. Wir müssen jetzt noch einen blauen Kreis bekommen oder halt verrecken. Ja, okay, wir haben es geschafft. Jetzt wird es grün, das weiß ich, ja. Ja, und jetzt ist es wieder so ein hier Quadrat. Das ist auch sehr, sehr krass, das Design. Mit Kontrasten wurde hier gearbeitet und so. Ich weiß gar nicht, wie schwer es ist, so Pixelgrafiken zu designen. Weil ich habe jetzt auch angefangen, Spiele zu programmieren. Das habe ich euch ja schon im letzten Video gesagt. Und, naja, da machst du halt ganz normale Texturen und so rein. Aber Pixelgrafiken, ich glaube, das alles zu animieren, war sogar fast noch aufwendiger, als normales Spiel zu machen. Das kann ich euch, glaube ich, sogar sagen. Oh, wir haben sogar schon 3 davon. Oh, die haben wir ausgewichen. Sehr gut. Welche Farbe haben nochmal die Kreise? Ah ja, gelb immer noch. Wäre krass, wenn wir das noch eins schaffen würden. Das wäre echt krass. Da wäre ich echt impressed. Das ist echt knapp. Okay, wir haben es sogar. Jetzt wird es blau so. Bisschen Windows-mäßig. Oh, und es ist sogar fast ein Kreis. Ja, es wäre krass, wenn wir das Level 5 schaffen würden. Wenn nicht, dann versuche ich sozusagen einfach das da halt abzuspielen. Würde nämlich sehr, sehr gerne... Oh nein, ich bin in den reingerast. So, jetzt machen wir noch einen Try. Einmal so. Ich will das unbedingt hinbekommen, dieses Level 5. Weil dann kann ich euch das zeigen, weil ich verkacke da immer. Ja, moin, was geht denn hier ab? Ach nein, das sind auch die Dinger. Ich wusste gar nicht, dass sie das in dem Level schon können. Das ist ja echt schlimm. Okay, wir müssen... Oh nein. Was ist das denn jetzt? Jetzt gibt es hier so tausende Blöcke. Nein! Noch ein Try direkt. Wir müssen es schaffen, wir müssen es schaffen. Das wird unser Ziel. Wenn nicht, dann skippe ich einfach jeden Try mit ungefähr 4 Sekunden. Holy, oh nein, jetzt kommen die Dinger. Ah, ich bin wieder tot. So, jetzt einmal wunderbar hier wieder. Das, wir müssen unbedingt diese Level erreichen. So, jetzt ganz schnell mit Level 1. Ich mag das, wenn er schneller schießt, weil dann trifft er auch mehr. Wenn er mehr trifft, dann habe ich höhere Chancen zu überleben. Oh nein, ich hasse diese ganzen Boxen. Das war gerade sehr knapp. Muss ich echt zugeben. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, das so einfach zu erreichen. Oh Gott, nein. Will die orangene Box. Ja, komm. Ja. Oh, Leute, jetzt kommen wir ins Level 5. Holy. Da ist so eine komische Box und diese, selbst die kleinen Dinger da können uns zerstören. Ich weiß nicht, wie man das genau schaffen soll. Nein. Seht ihr, diese ganz kleinen Dinger kann man, davon kann man auch zerstört werden. Nein, jetzt sind wir wieder in dem Level. Ah, das skippe ich mal kurz. Noch ein Try, natürlich, für das rote Level. Und wie gesagt, hier habe ich es noch nie geschafft. Deswegen werde ich das hier wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr lang zocken. Nur, vielleicht habe ich es ja irgendwann mal. Muss ja sein. Ja, jetzt kann ich da... Oh. Ja. Ich würde sagen, das war's aber auch schon für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.